Hier noch Eichensetzlinge, nee, habe ich einen schwarzen Eichensetzling. Die brauche ich nicht. Kisten, die muss ich immer mal leer machen. Das ist nicht unschön. Nicht unschön, das ist unschön, würde ich sagen. So, gut. Dann schauen wir mal. Und zwar würde ich... erstmal hier das Gras entfernen. So. Genau, dann würde hier der Weg rausgehen und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Gucken wir mal hier ein bisschen was weg. Huch. Bisschen Stein drunter haben. Ach ja, habe ich da mal ganz am Anfang. Wisst ihr noch, als wir hier ein Haus gebaut haben, das allererste, was wir getan haben, da war hier so ein kleiner Hügel drauf, den haben wir abgebaut gehabt. Oh, Erinnerung. Hab schon Kies dabei? Oh, 5 sagenhafte Kiesstücke. Tada, Weg fertig. Ja, okay. Gucken, ob ich da noch was dabei hatte gerade. Kies. Ich hab doch Kies da hoch. Kies. Das heißt, ja, voll strange aus, als ich hochgeholt habe. Und da war so eine riesen Festung. Sieht aber auch echt geil aus, muss man mal sagen. Wenn ich da jetzt noch den hinbastel. Moment. Yo, perfekt. Das ist genau so einer gehoben, wie ich haben wollte. Hier noch ein bisschen stutzen. No, yeah. Na Leute, wie geht's? Wieder hier mit der Bahn beieinander gehst? Oh yeah. Dann hat man hier so einen alten Weg. Der vollkommen verhunzt ist. Ja. So tut man keine Blumen ups, das hat nicht gebracht, nichts gebracht. Warum habe ich hier echt keine Bäume gepflanzt? Ich wollte, dass der ein bisschen kurz ist, der Weg. Das ist auch eine gute Idee. Und ohne Mist, also die Folgen, die Folgen, wo ich in der Hühnerfalle stand, das tut mir nochmal aufrichtig leid. Also das war ja grauenvoll, meine, die Stimme von mir und so, also was da so rausgekommen ist, das war so leid. Also im Vergleich zu den Hühnersounds, da war meine Stimme manchmal echt so leise einfach nur. Da habe ich mich fast schon geschämt dafür, das rausgeben zu müssen so. Mit Fraps kann man das im Nachhinein aber nicht mehr beheben, das ist das Problem an der Sache. Wenn ich mit Gedase aufnehme, geht das. Und mit Fraps kann ich da nichts machen, da muss alles von Anfang an stimmen. So. Hier nochmal ein Kiesstück rein. Jo, genau, dann haben wir hier so ein... alten Weg, du gehst hier hoch. Denkst du, wow, okay, was ist das hier? Kommst aber hier dann nicht weiter. Weil es hier zugefallen ist. Genau. Und der geliebte Experte findet dann hier den Weg und genau. So, dann gehen wir mal wieder nach unten. Und begeben uns hier wieder hin. Und verschwenden den Kies nicht da. Ey, mir ist gerade wirklich fast schön schwindelig von Minecraft. Alter Schwede. Ich habe mir ja stimmt, na gut, ich habe auch lange nicht mehr so viel gezockt wie in den letzten Tagen. Das muss auch mal wieder sein. Wenn ich überlege, von wie vielen Zuschauern ich momentan eine Anfrage hatte, ob ich mit denen League of Legends zocken möchte. Und keiner von denen hat es bis jetzt hinbekommen, mich einfach mal zu adden. Das frage ich mich sowieso. Also ich habe heißt ja Never. Also jetzt mein Account heißt so. Also mein Zockername so NeverGuestedDB. Ja, das ist ja vollkommen logisch. Ich weiß ja genau, bla bla. Wieso fragt mich dann wirklich jedes Mal wieder irgendjemand, wie ich, wenn ich mit NeverGuestedDB unterwegs bin, wie ich dann sonst heiße? Ist so schwer vorstellbar, dass wenn ich NeverGuestedLP in dem Spiel heiße, dass ich dann auch auf YouTube so heiße?
Ich weiß ja nicht, was die Leute so kennen, so, aber normalerweise meldet man sich doch mit seinem Zockeralarm überall an. What the fuck, was ist denn das hier? Oh mein Gott, das sind Kekse. Kekse! Was ist drin, okay? Na, the question is, wie richte ich das hier alles ein, damit das hier gut aussieht? Sind das hier Haufen oder? Oh, sind ganz okay. Okay. Erste Aktion, das Bett kommt ein bisschen mehr hier rein. Warum auch immer das genau immer noch so aussieht. Na okay. Dann mal zwei Kisten. Dann kann eventuell... Holz habe ich keins dabei, dann hole ich mal ganz kurz was. Dann gehen wir am besten mal direkt zur Baumform. So wie wir sind. Weil Holz ist momentan auch so knapp, dass wir uns ruhig mal wieder ordentlich was holen können. Ah, da hinten ja noch eine Baumform. Genau, also den Wald, den wir angelegt hatten, mal kurz. Müssen wir auch noch abernten. Oh, hier war ich lange nicht mehr. Ja, aber die ganze Zeit ist immer noch da oben aufgehalten. Hier unten waren wir jetzt schon länger nicht mehr. Im Schnee. Oh, passt gerade. Ah, jetzt machen wir es wieder aus. Bam, 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 yeah! Let's do it! Oh yeah, Birken! I like Birken. Ist auch, das ist übelst krass. Bei League of Legends wird ja eigentlich nur Englisch gesprochen, außer jemand kann da wirklich kein Englisch und dann wird halt in der Sprache ausgeholfen meistens. Ich soll zum Beispiel haben, da konnte jemand kein Englisch, muss es halt ein bisschen aushelfen, was sich mir schlecht als recht gestaltet mit meinem halbwegs normal, mein halbwegs Englisch kennt und Sprache auch immer so für mich. Ich finde die aber eigentlich ziemlich cool. Erstens, also ich habe ja nie viel von so Spiel zu World of Warcraft League of Legends gehalten. Aber der mich halt eingeladen. Oh, man hat mal eine League of Legends Lava-Runde. Und ja, hat er mich halt eingeladen gehabt und dann habe ich gedacht, okay, probierst das mal, wird bestimmt nicht so toll sein. Aber muss ich sagen, es ist wirklich erstens wie World of Warcraft halt, wie man sich das halt immer sagt, so wirklich suchtpotenzialmäßig. Und des Weiteren ist es wirklich so, dass da wirklich viel für die Community gemacht wird. Also mit also für soziales Gameplay, mit Ehrungen und was es da nicht alles gab, gibt mit Ranglisten. Du wirst gebannt, sobald du Scheiße baust und so und kriegst da vom Tribunal Bestrafung und so. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist wirklich sehr schön gemacht und wird da versucht, so viel wie möglich Leute, die halt den Spielspaß verderben können, auszunehmen. Ist natürlich einerseits cool für die Community, die ihr spielt. Andererseits ist es natürlich auch fördernd für die Menschen selbst, weil welches Spiel verkraftet schon Leute, die ihr Spiel Erlebnis kaputt machen. Und natürlich erzählt wird, ey du League of Legends, wie ich das gerade mache, die tun sowas machen, dann denkst du dir natürlich, ey, ist ja geil, weißt du, Spiel so. Denke mal, dass darauf soll es auch hinauslaufen. Das ist halt scheiße, das geht gar nicht. Da müssen wir wirklich mal ein Feuerzeug durch dann wenden. So. Hier steht ja, also ich komme mal was oder gar nichts mehr. Yay! I found an arrow! Noch ein Skelett? Ne, okay. So, dann gehen wir jetzt mal in die richtige Hühnerfarm. Richtig. Ich habe es umgesehen und... Ja, ist auf der Hühnerfarm. Ne, wir gehen jetzt in die richtige Baumfarm. Huh, jawoll! Jump'n'Run Skills hier! Und holen jetzt dann aber so Holz. Wir sollten ja theoretisch kein Monster spawnen. Auf jeden Fall mal. Die müsste ich schon mit abmachen, weil sonst kann ich da am Ende nicht mehr viel hinbauen. Ach, da sind Zombies, sehe ich gerade. I have an arrow for you, I have an arrow.
for you. Only for you. Gib mir die XP, Verleid nicht, komm her, so. Mein Gott. So. Und der letzte. Oder? Ja. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier mir. Achso, ich kann nichts aufheben. Ja, da ist natürlich auch schwer, hier Sätze hier zu finden, ne? Wenn ich nichts aufheben kann. So, 1, 2, 3. Drei. Was bist du denn? Ich bin das jetzt dem, dass ich aufgehört habe. Ach so, na dann, wenn das weiter nichts ist. Okay. Habe ich hier noch welche? Ah. Abesaum. Hier, da und hier und da ist auch. Na wunderbar, dann nehmen wir die Helsinger hier rein und dann kann ich... Oh, muss man ganz kurz weg. Bis gleich. So, und dann bin ich auch schon wieder. Und weiter geht es. Wir waren gerade hier bei dem... Das stirbt doch einfach. Du Kleiner! So, so. So, ich sage mal ganz kurz noch die Setzlinge auf, die hier runterfallen. Weil dann können wir uns die zurücklegen für schlechte Zeiten. Man weiß ja, wie das ist. Wenn man nichts mehr zu essen hat, dann isst man einfach ein paar Setzlinge. So, 6 Stück. Dann lege ich die auch mal ganz gut hier rein. Um die Stufen zu holen. Oder machen wir so, wir legen einfach das hier rein. Dann können wir nämlich das hier da mitnehmen, weil es brauchen wir jetzt nicht. Denn wir gehen jetzt hier in die Bäume und dann holen wir uns hier noch Knirschnadeln. Oh, da brauche ich unbedingt, so eine Riesenmasse Laub her. Das kann ich ja gar nicht alles abgepflanzt haben. Ich sehe dich. Mein Gefühl, das Gefühl für Monster ist gestiegen. Auf jeden Fall. Du guckst jetzt immer genau in alle Richtungen. So. Jetzt, wenn ihr mal mit mir mal zocken wollt, da kein Problem, schreibt mich einfach an. Auf dem Spiele. Unter Neverguest LP selbstverständlich. Und dann können wir da gerne mal eine Runde zocken zusammen. Ich verspreche aber nichts. Ich bin momentan da nicht so gut drin. Also, halt so gut wie es geht. Hoffe ich, denke ich. Ich komme ganz gut klar damit. Sag mal so. Soweit ich weiß, da keine festen Dinge, woran man erkennen kann, ja, der ist sehr gut oder ja, der ist sehr schlecht. Warum ist das so hier? Warum schreibt der hier? Das wiederum muss da hin, dann muss das da hin. Dann kommt das hier mit. Dann kommt der da hin, dann kommt der... dahin und dann kommt der da so. Na, alles klärchen, wunderbar. Wo habe ich denn die jetzt her? What the f, kann mir einfach raten, wo ich 62 Knochen jetzt her habe? Hatte ich die vorher schon? Hä? Was mache ich? Ich wollte die Baumsetzlinge mitnehmen noch. Die brauchen wir doch auch gleich. So. Dann müsste ich mal ganz kurz noch das hier mit dem... What the fuck. Wie kommt es denn jetzt rüber? Hier.
netter kleiner Freund, du. Aber nicht mit mir. So, was mal das Einsame, was nicht so nagelfest ist. Und wir sind Level 15, sehr schön. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Und wir gehen zurück. Oh, mal 11 Sitzungen gut gemacht. 12 Sitzungen sind noch. Wow. Stopp doch. Stopp doch. Stopp doch. Da hinten mal eliminieren, bevor ich da reinrenne nachher. Boing. Schakum. Ach, ach, ja. So. Auch den dann hätten wir beseitigt. Und dann geht's auf. Unserem Hause. Wenn das hier mal alles voll mit Bäumen ist, dann hast du hier nur noch so einen Durchgang aus Blättern. Das ist, glaube ich, auch ziemlich geil. Das könnte ich eventuell sogar mal hin machen. Das wäre eine Option. Das können wir echt mal machen.